Herzlich willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir starten mal einen komischen Punkt. Wir starten nämlich gleich im Match-Up-Screen oder in diesen Vorgeschichten-Screen, weil ich unnötig auf Start gedrückt habe. Aber hey, who cares? Klappen. Wir haben nichts. Es heißt Duell im Kolosseum. Wir haben jetzt einen kompletten Story übersprungen. Wir haben, glaube ich, wichtige Duelle übersprungen. Das komplette Halbfinale und so weiter. Wir sind jetzt im Halbfinale. Ja. Wir haben das eine Halbfinale, das war, glaube ich, Joey gegen Marek, haben wir übersprungen. Oh, okay, gut. Mehr und mehr, viel in die Macht von Marek. Stimmt, Marek duellierte Bakura für den Millennium Ring und gewann. Stimmt, da war ja auch was noch. Das wollte ich gerade erwähnen. Das hätte ich nämlich gerne gezockt. Also kannst du nochmal die Bestimmungsfragen restarten, wenn ich erzähle. Und zwar, ich fand das damals ziemlich cool, dass diese beiden Hauptbösewichte sich da damals duelliert hatten, weil halt die gute Seite von Marek wollte Bakuras Hilfe haben, um den bösen Marek zu besiegen. Und halt, das war, glaube ich, auch ein Schattenduell und halt Bakura wurde dann ins Schattenreich geschickt am Ende. Und ich fand das ziemlich cool, weil da diese beiden Hauptbösewichte da halt gegeneinander gekämpft haben und ziemlich ausgerastet sind. Das war ein ziemlich krasses Duell. Ich fand es damals cool, deswegen ich hätte es gerne selbst auch gespielt. Naja. Ja. Und wie schon in den letzten Parts angekündigt, will ich jetzt endlich das vollenden, was ich sagen wollte. Ich konnte damals die Darts oder die Orikalkus-Geschichte nicht wirklich verfolgen hier in Österreich, weil es damals bei uns eine sehr schlaue Idee von RTL 2 gab. Schon damals war RTL 2 bei uns Bullshit. Weil man auf die Idee kam, oh, Deutschland hat doch sowas wie 9 Live. So eine angerufene Gewinnshow. Also so Call-In-Shows. Du rufst an und gewinnst eh nichts. Wenn du weißt, was ich meine, diese ganzen Shows. Ja. Haben sie dann gedacht, das braucht doch Österreich. Jetzt hat sich, haben sich RTL 2 sich bereit ergeben, den Spot von 13 Uhr am Nachmittag bis 15 Uhr am Nachmittag für diese Shows zu öffnen. Das heißt, über das österreichische RTL 2 lief von 13 Uhr bis 15 Uhr am Nachmittag so eine Bullshit-TV. Zur gleichen Zeit lief über, wer es zum Beispiel über Satellit das deutsche RTL 2 empfangen hat, lief dort neue Yu-Gi-Oh! Folgen, neue Pokémon Folgen, neue Dragon Ball Folgen, neue Digimon Folgen. GG Österreich. Alles Geile lief damals dort. Damals war es so lustig, da haben sie damals 2 neue Yu-Gi-Oh! Folgen am Tag gebracht. Eine Zeit lang. Und die zweite war ab 17.05 Uhr hat die begonnen. Die konntest du wieder in Österreich sehen. Das heißt, ich habe Yu-Gi-Oh! Die Orikalkus-Geschichte damals in jeweils eine Folge Abstand verfolgt. Weil ich die eine Folge nicht sehen konnte, weil ich nicht in der Lage war, damals hatte kein Satellitenfernsehen damals, hat sich jetzt geändert. Jetzt konnte ich damals verfolgen, nur dass auf massive Proteste wurde dann die nicht sehr erfolgreiche quotentechnische Anruf- und Gewinnshow nach gerade mal 1,5 Monaten eingestellt. Wer hätte das gedacht? Weil die ganzen Kinder haben sich bei ihren Eltern beschwert, sie wollen ihre Serien sehen, sie wollen wieder Pokémon sehen und so weiter und das hat dann halt zu einem richtigen Shitstorm in den Zeiten des noch nicht Internets geführt. Und heutzutage kann auch noch ein Shitstorm auf RTL 2 kommen, das interessiert kein Schwein mehr. Wow. Weil RTL 2 ist eh schon in der Zwischenzeit zu Assi TV Nummer 2 neben RTL geworden. That's situation. Drum liegt unsere einzige Hoffnung heutzutage, dass noch irgendwie Animes eben auf Deutsch rauskommen sollten, wenn es auf Deutsch sehen will, weil viele schon jetzt ja, wie Kopo zum Beispiel, die Animes alle mit deutschen Untertiteln und englischen auf japanisch Original.
Ja, inzwischen also die einzigen, also das hat doch damals, wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen wollen, das hat doch damals begonnen, so bei Naruto, wo dann sowas wie Sasuke kam oder sowas, da dachte ich mir auch schon so, die einzigen Serien, wo ich die deutsche Synchro richtig geil fand, waren halt so welche wie Detektiv Conan und Dragon Ball und Yu-Gi-Oh! War noch ganz nice, aber halt andere habe ich gemerkt, da war die Qualität schon scheiße, die neueren, da haben sie sich nicht mehr so viel Mühe gegeben. Und da sind das Japanische einfach ein bisschen mehr Emotionen. Authentischer auch, weil es halt Hollywood-Filme schaust du in Englisch, weil die aus Amerika kommen. Und dann schaust du dir Animes dann auch in Japanisch an, weil die aus Japan kommen. Das ist dann alles mal ein bisschen authentischer und besser. Und deswegen. Letzter Punkt der Abschweifung, bevor wir weitermachen hier in der Geschichte. Ich habe zum Beispiel. Schau auch einiges auf Japan, schau zum Beispiel gerade Dragon Ball Super, habe ich jetzt gerade auf Akkreditenz. Ja, das ist zu weird, ey. Ich mag's. Ich bin immer bei der aktuellsten Serie. Also wenn ihr Animes-Fans seid, wenn ihr Yu-Gi-Oh! Geschaut habt und dieses Projekt verfolgt, seid ihr wahrscheinlich ein bisschen Anime interessiert. Schaut euch auf jeden Fall proxa.me an. Also, ist jetzt kein Sponsored Video von Proxa.me. Kappa. Wir kriegen das YouTube-Money. Kappa. Nee, nicht die ganze Zeit, Hust. Ja. Na, sagen wir mal so. Nur die, wenn du, ist wie beim Drogenkonsum, Cannabiskonsum, solange du das konsumierst, ist es nicht illegal, aber der Besitz ist illegal. Das heißt, ja. Solange du dir die Serien nur illegal anschaust, kannst du dafür nicht strafrechtlich verfolgt werden. Ja. Das heißt, Seiten wie Movie4K oder so zu besuchen, ist komplett in Ordnung. Und auch proxa.me könnt ihr besuchen und die meisten Streams sogar in 1080p oder 720p anschauen. Deswegen, ja, da kann man Prox die meisten. Kann man wirklich empfehlen. Hat ja, die neuesten, immer die neuesten Animes, also wirklich, also fast alle Animes kann man da finden. Ich habe jetzt auch nie erlebt, dass ich da keinen Anime gefunden habe und auch immer die neuesten der neuesten Seasons sind da, immer in guter Quali und alles. Deswegen schaut euch proxa.me an, könnt ihr euch auch Yu-Gi-Oh! Nochmal anschauen. Ich glaube aber nur auf Englisch oder gibt es auch die deutsche vielleicht? Wenn nicht Yu-Gi-Oh! Ne, Yu-Gi-Oh! Kann man ja sagen, gibt es auf Clipfish. Ja, aber bitte nur mit Adblock besuchen, weil sonst gibt es jede 20. Minute Werbung oder so. Ja, oder wenn wir jetzt schon auf illegale Seitenwerbung machen, auch Serien anschauen auf Deutsch mäßig ps.to. Okay. Früher Burning Series gewesen. Heute nur mehr Abkürzung bs.to. Okay. Bietet auch vieles in sehr guter Qualität. Da haben sie einige neue Streams hinzugefügt, die auch schon 1080 sind. Mhm. Aber alle diese Seiten bitte nur mit Adblock besuchen, weil sonst kann das böse enden. Habt ihr das schöne Bilder? Ja. Na okay, so, genug ja. Abschweifung, wir kommen wieder zur Story. Marek duelliert Bakura für den Millennium King und gewann. Ich weiß Bescheid, sie für das Halbfinale. Bernie, erstmal essen, dann reden. Ja, ich war nach dem letzten Duell etwas ausgehungert, war ja noch eine ganze Stunde. Hm. Ich habe den Part natürlich. Professionelle Qualität, wie ich bin, nicht gekattet. Spaß. Das erste Spiel war Joey gegen Marek. Marek macht. Du bist einfach zu faul, Bernie. Einfach zu faul. Ich bin nicht so faul, ich habe einfach nicht die Zeit für das. What the fuck? Das geht 5 Minuten oder so. Schaffe ich in 5 Minuten. Ja, schön, du schaffst es in 5 Minuten. Ich nicht. Was kannst du, Bernie? Der gefühlte Sachen von Ra sendet Joe ins Krankenhaus. Okay. Ja, die Karte hat ihn ins Krankenhaus gesehen. Ja, der kann sogar fliegen. Erschien, als ob nichts Mareks Terrorherrschaft beenden könnte. Zweite Halbfinale. Wir festen, wer Marek nicht sehen würde. Er war Yugi gegen Es war Yugi gegen Kaiba, zum ersten Mal seit ihrem Kampf im Duelist Kingdom. Oh, Selbstgespräche. Yugi, wir dürfen nicht zulassen, dass Joeys Kampf unsere Konzentration stört. Denke daran. Um Marek zu überwinden, müssen wir an Kaiba vorbeikommen.
bekommen. Nun gut, Yugi. Du hast dich entschieden zu kommen. Nach allem. Na, komm. Haha. Naja, Kuba, genau. Kaiba und Yugi ist immer so ein Klassiker, der immer jedes Mal mal einmal kommen muss. Ja. Ständig, immer wieder. Ja. Yugi kommt endlich auf Kaiba. Was? Was sagst du, Daniel hat jetzt einen weißen Mantel? Alter, Ben, what the fuck? Hast du dich in Daniel verwandelt, ey? Also ihr habt beide ein bisschen Traits ausgetauscht, habe ich das Gefühl. Natürlich, dieses Teil vermissen. Natürlich, dieses Teil vermissen ist wie mein Schicksal zu verleugnen. Was? Egal. Einfach nicht drüber nachdenken. Erspar mir das Drama, diese schlechten Grammatik in diesem Spiel. Also, warum ist deine Streberherde nicht hier? Was? Bitte was? Um für dich zu jubeln, sitzen zu sehr damit beschäftigt, Wheeler von seinem Nickerchen zu wecken. Deine Streberherde, genau. Ich habe auch auf meinem Feld da drüben die Streberherde, die ihre Algebra-Felder abgrasen, genau. The fuck, Alter. Dieses Wort habe ich auch noch nie gehört, ey. Kaiba 2016. Ja, ich so, deine Streberherde. Joey ist jetzt in großer Gefahr. Mehr als du es jemand wissen könntest. Ja, die Streberherde weiß das. Ein Kartenspieler hat ihn ins Koma gebracht, pass auf. Nein. Nicht ins Koma, der geflügelte Drache ins Krankenhaus geflogen. Ja, der ist voll nett. Wheeler hätte in erster Linie nicht hier sein sollen. Ich warnte ihn, nicht mit den großen Jungs zu spielen. Und wenn du mich fragst, bekam er nur, was er verdient hat. Dein Schlag ins Gesicht von Ra. Okay, Ra kann auch noch schlagen. Ich fliegt er ihn ins Krankenhaus, der kann schlagen. Ja. Universalisierbar. Und wenn ein Gegner von einer ägyptischen Götterkarte keinen Sinn in dieses Kind klopfen kann, dann kann ich nichts. Was? Dann kann nichts das tun. Dann kann nichts das tun. So. Böser Joey. Ja. Das ist genug, Kaiba. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich dieses Duel-Monster-Turnier von dir geworden ist. Das Ergebnis der Battle City Finale könnte die ganze Welt in Gefahr bringen. Der einzige in Gefahr bist du. Jetzt werde ich gewinnen. Und du wirst nicht die Nummer 1 sein. Das ist alles, was zählt. Scheiß drauf, die Welt untergeht. Kaiba, es geht nicht immer nur darum, Nummer 1 zu sein. Es geht darum, mit Mut, Ehre, Respekt zu duellieren. Vor allem das Bedürfnis anderer vor deinen eigenen zu stellen. Das ist etwas, was Joey Wheeler jeden Tag seines Lebens machte. Hast du schon tot oder was? Ja. Oh, rip, Joey, rip. Yugi, in der antiken Zeit. Römische Gladiatoren würden bis zum Verderben kämpfen, um zu weisen, wer der Stärkste ist. Egal. Würden, in der antiken Zeit würden, egal. Jetzt ist es unsere Zeit, um zu sehen, wer von uns der Beste ist und so weiter. Also ziehe deine erste Karte und lass die Schlacht beginnen. Mit Vergnügen, Kaiba. Ich bin erst. Oh yeah. Spielen scheiße Kaiba. Auf jeden Fall genauso schlecht wie in den letzten drei. Dann wird das easy. So, ich möchte die Fallenkarten platschieren. Und der Ritter des Watt. Okay. Das Buben. Tja, ist aber 5 Mana. Stufe 5 Monster, ja, aber cool. Sei auf Feld. Schon durchgehen.
Und kannst wieder Bildschirmtrennung neu starten. Vielleicht liegt das Ganze daran, dass jetzt gerade bei mir im Haus die 12 Gäste sind. Wenn die alle ein Smartphone so dabei haben, dann wird schon. Wahrscheinlich schon, Zeck. Ja. Aber die sind nicht im Netz. Außer eine vielleicht. Chancen 800. Nee, noch nicht. Das ist viel zu schwach. XYZ, nicht die XYZ Monster, den wir im Sexspiel kämpfen. Gib mir mal das. Matches. Menschen rum. Kneckern. Können wir jetzt auch einfach spielen, ne? Metal Blade Kaiber. Was macht die Karte da? Die Fallenkarte wählt ein Monster aus und sorgt dafür, dass dieses Monster quasi nicht mehr seine Kraftposition ändern kann und nicht mehr angreifen kann. Kann nicht angreifen. Ich hab die Karte selbst. Müsste eigentlich machen jetzt aufgrund des Effektes, dass wir das Boom nächsten Zug spielen können und damit eine etwas Chance haben. Oder? Ja, eigentlich ist es halt heftig, um halt seine krassesten Karten quasi in Schach zu halten. Ja, nicht so viel rumknaggern werden. Gute Chips. Hier ist wahrscheinlich, würde die beiden dann opfern und dann können wir den Kreis aktivieren und zuschlagen. Dafür müsst du jetzt langsam gute Karten ziehen. Mhm. Wir haben jetzt irgendwie den Kaiber-Effekt vom letzten Part. Naja, ich schau mal, ob er opfert. Oder nicht? Wieso zur Hölle? Wieso haben wir nur solche Karten, ey? Und wieso hat Kaiber die letzte Duell nicht solche Karten gehabt? GG, das war's. Die Karten hatten wir alle nicht letztes Mal. Was soll denn das? Hätten wir die gehabt damals gegen die Schiese, dann hätten wir locker gewonnen. Ja, und das war's auch. Effekt, man. Geil. Eine Stunde Part, let's go. Ach Gott, ich hab ewig Zeit. Trillioni, ey. Ich habe mir heute überlegt, ob ich mir endlich mal nach langem Plan mich an Game of Thrones setze. Ich kann es auf jeden Fall voll empfehlen. Eine der besten Serien, die ich jeden nach dem wollte ich eigentlich spielen, Game of Thrones, aber das dauert ja eh noch ewig. Ritter der König interessiert, weil sein Monster ausspielen kann. Hm. Weißt du was? Warte mal.
Noch nicht, noch nicht. Nee. Doch. Wir haben da eine Idee. Nein. Wie geplant. Weiß nicht, so wie geplant letzte Runde. Ja. Ja, warte mal. Gott. Puh, okay, nice. Erstmal an den Meshings. Und tschüss. Was für Spiegelkraft haben. Entscheidend. Oh. Scheiß Life, ey, was ist das? Wieso sollte jemand überhaupt zwei Slavers in seinem Deck haben? Das ist ja komplette Waste, ey. Richtige Waste, ey. Jetzt haben wir mal eine Chance für den Deck. Ich würde Stufe 5 oder 6 nehmen, damit wir halt abfangen können. Ja, weil mit dieser Gedankenkontrolle. Ja. Ist das Muster, was er letztens schon gekriegt hat? Mhm. So, aber jetzt schicken sie zurück. Nee. Schau dir erstmal diese Zauberkarte an, die wir gezogen haben. Also es ist schlau, sich erstmal zu schauen, was man hat, bevor man seine Taktik durchgeht. Bist du ein dunkler Magier oder ne? Ah, ist okay. Ja, das ist eine einzige Schwäche. Verteidigungspunkte. Ja, das ist Mod eigentlich ziemlich OP. Er ist eine sehr gute Angriffsphase. Ach Gott. GG. Aha, was? Degradiert. Ja, ob er da aber seinen Drachen zurückholen kann oder nein. Okay, jetzt haben wir die Lichtschwert, um Sachen hinauszuzögern. Hey. Warte mal, ist das für immer oder das war mal ein Zug? Ein Zug, das bist du dann für das Opfer. Jetzt müssen wir ein Monster spielen, zum Zug. Nächsten Zug. Okay. Mal eine Chance. Topfdagier! Ja, jetzt also eine Chance. Was ist denn das? 2000. Ah, die Karte kenne ich. Diese Magierkarte, ne? Ja, das sage ich mir jetzt gerade. Aber ist gut, wir haben ja noch die Lichtschwerter und damit Überläufer können wir dann gemeinsam. Seinen blau-weißen Drachen opfern. Und dadurch unseren dunklen Magier zu spielen. Den können wir dann auch noch durch diese magische Formel auch noch aufpushen. Ja, genau, erstmal. Ja, können wir nicht. So, der dunkle Magier.
Zack. Magisch formen immer. Ganz nett ausrüsten. Dann greifen wir die Bitch an, so. Was du kannst, kann ich lange schon. Animation, woo! Und tschüss. Oh doch, wie schlecht das ist. Ja. Slife hat doch immer mit Fallenkarten gearbeitet, oder? Ne, mit Handkarten. Achso, Fallenkarten war diese eine. Wie hießen die von GX, diese, die ähnlich waren zu den. Du hast nämlich den vier. Dämonenkarte. Ja, heilige Ungeheuer hießen die noch. Ja, heilige Ungeheuer waren das und der rote heilige Ungeheuer-Typ hat, glaube ich, mit Fallenkarten gespielt, gearbeitet. Möglich, ja. Diese äquivalent zum. Den Götterkarten. Die drei heiligen Ungeheuer. Ja. Hättest du Stufe 4 Monster spielen können. Also spiel das mal jetzt und auch die magischen Hüte. Also verdeckt. Dann können wir mit dem Doppelmagier angreifen und 1600 ins Face geben. Alter, jedes Mal, kann man hier ein Skip machen oder so? Erwarterweise nein. Ich freue mich schon auf Jax. Jax wird da richtig fusionslastig. Auf jeden Fall. Super Polymerisation, Helden-Polymerisation. Gibt so viele Polymerisationskarten dazu. Komm noch ein Diener, dann. Boah, nice, passt. Müssten wir zwei opfern, das wäre Quatsch. Wenn wir noch ein normales Mann sammeln, könnten wir den Schliefer beschwören, aber das würde ich gerade überhaupt eigentlich nicht machen, weil wir ja gerade alles zerficken. Slifer hat für jede Karte, die du auf der Hand hast, hat Slifer 1000 Angriffspunkte. Mhm. So, er hatte, wenn du 0 und jede Karte hat, das hat er 1000. Das heißt, dann ja. Hätte er dann 4000. Ja. Und es wird immer mehr, je mehr man zieht. Ja, okay. Nächsten Zug wären wir bereit für. Ne, das würde ich halt nicht machen, weil so viele Angriffe er auch hat. Halt dadurch, dass wir jetzt die drei Diener haben, können wir halt mehr Schaden insgesamt direkt zufügen. Das ist zwar cool, Slifer zu spielen, aber mit Slifer müssten wir dann jeden Zug immer nur ein verdeckt zum Monster zu stellen, wenn ich vorankomme. Könntest du irgendwie für einen Finishing Blow oder so spielen, wenn er keinen Monster-Verteidigungsbonus gespielt hat. Das könnte ja nächster Zug schon sein. Ja, wenn der nächste Zug keinen Monster-Verteidigungsposition hat, können wir Slifer spielen. Und nein. Tja, dann beenden wir es einfach normal. Kein Slifer für euch, Leute. Oh. Wir möchten uns beeilen, ne? Es ist schon wieder zu spät. Ja. Wir haben die Session vor 2 Stunden begonnen. Wir sind beim dritten Duell. Ja. Also nicht beim dritten Duell, aber wir sind beim dritten Part. Na, wir haben um neun, Alter. Ja, jetzt ist es 2,5 Stunden im Business. Ja, yeah, gewonnen. Du hast verloren, Kaiber. Ja, yeah, obvious. Ich sag dir, dein Hass, deine Gier nach Macht würde nie siegen. Geschafft! Aber mein härtester Kampf liegt noch vor mir, wenn ich Marek im Finale duelliere. Wow, ich hab Ulis bekannt. Nice. Den hat er ja bekommen, obwohl das von Körper. Wow, im nächsten Part kommt das Finale des Battle City Turniers. Und ist noch das letzte Duell. Genau, und dann noch das letzte Turnier, das letzte Duell von Yu-Gi-Oh! Das und schizophrene Duell. Ja, auf jeden Fall. Zwei finale Duelle, dann das schizophrene Duell. Wir sehen uns zum nächsten Part. Ciao. Ciao.